Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Was zählt am Ende des Lebens wirklich? Wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, geht es nicht mehr um Geld, um Macht, um Ruhm, sondern um ganz fundamentale Fragen. Hat man ausreichend Zeit mit der Familie und den Freunden verbracht? Oder bereut man es, Dinge getan oder noch wichtiger unterlassen zu haben? War man glücklich? Die Australierin Bon Iver hat mehrere Jahre lang Sterbende bis zu ihrem letzten Atemzug begleitet und ihnen genau zugehört. Was diese Menschen vor ihrem Tod beschäftigte, davon handelt ihr Buch. Danach hat sie selbst aufgrund dieser Erfahrung beschlossen, nur noch das zu tun, was sie wirklich will. Denn genau darum geht es auch in unserer Traumakademie. Was will ich wirklich? Denn so sagte sie auch, ich weiß ja, was ich sonst bereue. Seit vielen Jahren arbeitet Bon Iver in der Palliativmedizin. Ihre Patienten waren diejenigen, die nach Hause gingen, um zu sterben. Bon Iver teilte eine ganz besondere Zeit mit diesen Menschen. Die Menschen wachsen eine Menge, wenn sie mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert werden. Sie lernte, niemals die Kapazität für Wachstum zu unterschätzen. Einige Veränderungen waren phänomenal. Jede erfuhr eine Vielzahl von Emotionen, wie erwartet, Verleugnung, Angst, Wut, Reue, Ablehnung und schließlich Akzeptanz. Jeder einzelne Patient fand seinen Frieden, bevor er ging. Jeder einzelne von ihnen. Wenn die Patienten gefragt wurden, was sie bedauern oder was sie anders machen würden, tauchten gemeinsame Themen wieder und wieder auf. Hier sind die häufigsten fünf. Ich zitiere hiermit Bon Iver. Erstens. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ein Leben ehrlich zu mir selbst zu leben und nicht das Leben, das andere von mir erwarteten. Dies war das häufigste Bedauern aller. Wenn Menschen erkennen, dass ihr Leben fast vorbei ist und sie klar darüber blicken, ist es leicht zu sehen, wie viele Träume unerfüllt bleiben. Die meisten Menschen hatten noch nicht einmal die Hälfte ihrer Träume geehrt und starben mit dem Wissen, dass es aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben oder nicht getroffen haben, geschah. Es ist sehr wichtig zu versuchen, zumindest einige deiner Träume auf deinem Weg zu ehren. Zweitens. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Diese Aussage kam von allen männlichen Patienten, die Bonnie pflegte. Sie verpassten die Kinder- und Jugendzeit ihrer Kinder und ihres Partners Gesellschaft. Frauen sprachen auch von diesem Bedauern. Da aber die meisten ihrer Patienten einer älteren Generation angehörten, waren viele der weiblichen Patienten nicht in der Rolle der Ernährer gewesen. Alle Männer, die sie pflegte, bedauerten zutiefst, was sie auf dem Laufband der Existenz aufgaben. Durch die Vereinfachung deines Lebensstils und bewusste getroffene Entscheidungen auf dem Weg ist es möglich, nicht unbedingt das Einkommen zu erhöhen, jedoch durch die Schaffung von mehr Raum in deinem Leben wirst du glücklicher und offener für neue Möglichkeiten. Drittens. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Viele Menschen unterdrückten ihre Gefühle, um den Frieden mit anderen zu halten. Als Folge richteten sie sich in eine mittelmäßigen Existenz ein und wurden nie, wer sie wirklich in der Lage waren, zu sein. Viele entwickelten als Ergebnis Krankheiten im Zusammenhang mit der Bitterkeit und den Abneigungen. Wir können die Reaktionen der anderen nicht kontrollieren. Die Menschen können anfangs reagieren, wenn du, so wie du bist, ehrlich mit ihnen sprichst. Am Ende stellt sich die Beziehung auf eine ganz neue und gesündere Ebene. Entweder das oder die ungesunde Beziehung wird aus deinem Leben verschwinden. So oder so hast du gewonnen. Viertens. Ich wünschte, ich wäre in Kontakt mit meinen Freunden geblieben. Oft erkannten die Patienten den vollen Nutzen alter Freunde nicht, bis einige Wochen vor ihrem Tod. Es war nicht immer möglich, sie aufzuspüren. Viele waren so gefangen in ihrem eigenen Leben, so dass sie ihre goldenen Freundschaften im Laufe der Jahre verloren. Es gab viel tiefes Bedauern, dass sie ihren Freundschaften nicht die Zeit und die Mühe gegeben haben, welches sie verdienten. Jeder vermisste seine Freunde, als er starb. Es ist üblich, für jeden in einer geschäftlichen Lebensstil Freundschaften nicht zu pflegen. Aber wenn du mit deinem Nahtod konfrontiert wirst, werden die physischen Details des Lebens entfernt. Die Leute wollen ihre finanziellen Angelegenheiten in Ordnung bringen, so gut wie möglich. Aber es ist nicht Geld oder Status, der wahre Bedeutung für sie hat. Sie wollen die Dinge in Ordnung bringen, mehr zum Nutzen derer, die sie lieben. In der Regel sind sie aber zu krank, zu müde, um diese Aufgaben zu bewältigen.
Am Ende zählen nur noch Liebe und Beziehungen. Das ist alles, was bleibt in den letzten Wochen. Liebe und Beziehungen. Fünftens. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Dies ist eine erstaunlich häufige Antwort gewesen. Viele konnten erst am Ende erkennen, dass Glück eine Wahl ist. Sie blieben in alten Mustern und Gewohnheiten stecken. Der sogenannte Komfort von Vertrautheit überflutete ihre Gefühle sowie ihr physisches Leben. Angst vor Veränderung hatte sie vorgeben lassen, anderen und sich selbst gegenüber, dass sie zufrieden waren. Aber tief in ihrem Inneren sehnten sie sich nach Lachen und Albernheiten in ihrem Leben. Glücklich sein ist eine Wahl. Wähle bewusst, wähle mit Bedacht, wähle wahrhaftig, wähle Glück. Ich möchte dir zeigen, wie viel Spaß es macht, die eigene Persönlichkeit zu formen und mit Freude ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie einst mir ein großer Meister die Frage gestellt hat: Was glaubst du, wo die meisten Talente sich befinden? Ich wusste nicht wirklich, was ich darauf als Antwort geben soll oder kann. Dann sprach der Meister zu mir: Am Friedhof, mein Guter, sagte er. Dort sind ungeschriebene Bücher, ungeschriebene Meisterwerke der Musik, Filme, Erfindungen, all das liegt dort begraben, von Menschen in die Ewigkeit mitgenommen, da sie nicht ihr Leben gelebt haben, sondern das Leben eines anderen. In diesem Sinne, hole das, was in dir brennt, raus und tue es. Mach es einfach und lebe dein Traum. Begrabe dein Talent nicht. Lebe dein Traum.